Hi und herzlich willkommen zum ersten unserer Videos zum 10-jährigen Jubiläum von Xora the Eiffelarian. Mein Name ist Thomas Michalski, derzeit aktiv als Regisseur von Hilde und die Glocken der Amazonen, aber auch der Cutter bzw. Editor von Xoro. Und darin auch der Darsteller von Baka Baka, dem Ninja. Es ist eine Menge Zeit seither vergangen, was uns insbesondere aufgefallen ist, als wir neulich bei Xoro-Darsteller Michael nochmal alte Produktionsvideos geschaut haben und auf die jungen Gestalten blickten, die wir einst waren. Nichtsdestotrotz ist unsere Liebe zum Projekt Xoro ungebrochen. Die Videos, die wir im Laufe der kommenden Monate veröffentlichen werden, sind großteilig Überbleibsel der Produktion, die aber bisher nur den Mitarbeitern des Projektes bekannt waren. Den Anfang machen wir heute mit einer kleinen Featurette, die wir intern zur Motivation des Teams irgendwann angefertigt hatten und die ein wenig zeigt, wie nach und nach die Idee und Umsetzung von Morolds Turm Form angenommen hat. Spannend dabei ist, dass im Grunde fast nichts, was wir anfangs getestet haben, auch wirklich im Film angelangt ist. Aber seht selbst. This Morolds, you know, I have heard of him. Many evil things. He's the darkest of all necromancers. Many foul creatures and spirits serve him. He dwells in Karhaegs, a monstrous tower of steel, blood and bone, not too far from here.